Heute geht es um 7 Fehler beim Abmischen deiner Musik. Und welche das genau sind, das verrate ich dir gleich nach dem Intro. Ich bin Jonas vom Recording Blog und los geht's. Tag und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einem weiteren Video im Recording Blog, meinem Kanal, in dem ich dir mit meinen Tipps und Tricks beim Aufnehmen und Abmischen deiner Musik dabei helfen möchte, dafür zu sorgen, dass deine Musik demnächst genauso gut klingt wie die Großen im Radio. Und der Abmix-Prozess kommt einem manchmal ja so vor wie ein kleines Minenfeld. Dieses Video heißt ja ganz reißerisch geschrieben 7 Fehler beim Abmischen deiner Songs, aber es geht ja nicht um 7 Fehler und es soll auch nicht darum gehen, die Mega-Maxi-Fehler rauszupicken, denn das Minenfeld des Abmixens lässt einem ja quasi keine Chance, irgendein Fettnäpfchen auszulassen. Irgendwas macht man immer falsch und es sind auch nicht 7 Fehler, die man machen kann. Es gibt Tausende, aber auf der anderen Seite kann ich dich natürlich beruhigen. Je öfter man einen Song abmischt, umso mehr kommt man in die Routine und umso mehr lernt man auch Fehler zu vermeiden. Und heute in diesem Video soll es auch gar nicht darum gehen, dass ich dir 7 Fehler beim Equalizen deiner Spuren nenne oder wie man falsch einen Kompressor einsetzt oder wie man mit Effekten falsch oder richtig umgeht oder wie man beim Gain Staging, also beim Levelsetzen der einzelnen Kanäle falsch vorgehen kann. Nein, diese 7 Fehler, die ich dir heute nennen möchte, sind Fehler, die man im Umfeld des ganzen Mixprozesses machen kann, die also bei dir selber liegen, vielleicht in deinem Umfeld, vielleicht auch im Mixprozess. Deswegen darum soll es heute gehen, gar nicht mal den Finger in die Wunde zu legen, wo man mal wieder einen Low-Cut vergessen hat oder sonst was irgendwie. Nein, darum soll es heute nicht gehen. Wir steigen gleich mal direkt ein in Medias Res. Falls dir aber vorher schon dieses Video gefallen sollte, würde ich mich freuen, wenn du mir das zeigst über einen Daumen nach oben. Falls du zwischendurch mal feststellen solltest, dass dieses Video dir nicht gefällt, drück einfach zweimal auf Daumen nach unten, dann passt das auch. Falls du neu sein solltest in diesem Kanal und du denkst, hey, die Inhalte gefallen mir, dann würde ich mich freuen, wenn du mir das zeigst über einen Klick auf den Abo-Knopf. Und wenn du daneben die Glocke klickst, verpasst du auch demnächst nicht, wenn ein neues Video rauskommen sollte oder wenn ich mal wieder live mische, was ja auch nicht allzu selten vorkommt. Wir steigen ein in Medias Res und los geht's mit Nummer 1. Tja, zu laut mischen. Ich meine, klar, geile Musik möchte man laut hören und dementsprechend macht man zwischendurch auch gerne mal laut. Aber beim Mischen kann das durchaus kontraproduktiv sein. Aus verschiedensten Gründen, aber der offensichtlichste Grund sicherlich, warum man nicht zu laut die Musik beim Abmischen hören sollte, ist Gehörschutz. Das heißt, man macht sich ja, wenn man lange Zeit laute Musik hört oder Musik laut hört, macht man sich einfach die Löffel kaputt und kann nicht mehr so gut hören. Das heißt also, Gehörschutz ist schon mal der erste Grund, warum man nicht laut mischen sollte. Der zweite Grund ist schon ein bisschen einfacher, denn unser Gehör hat so einen leichten Abnutzungseffekt. Das heißt, unser Gehör kann sehr schnell müde werden und kann dann nicht mehr so gut differenzieren bei Frequenzen, Lautstärkeverhältnissen und so weiter, je lauter die Musik ist. Das heißt, wenn du eine ganze Zeit lang laut deine Musik hörst beim Abmischen, dann ermüdet das einfach das Ohr deutlich schneller. Man kann nicht mehr so gut die Unterschiede hören zwischen den verschiedenen Sachen, die man ändert. Und dementsprechend ist das sehr ermüdend insgesamt im Mixprozess. Man kann nicht so lange mixen. Das heißt, man kann deutlich länger mixen, wenn man auf normalen Lautstärken mixt. Empfohlen wird normalerweise die Lautstärke so beim Abmixen, dass du dich währenddessen du die Musik hörst beim Abmischen, dass du dich eigentlich noch locker mit einem Nachbarn unterhalten könntest. Dementsprechend muss es nicht so laut sein, dass du brüllen musst oder so, sondern dass du einfach ganz leicht locker drüber sprechen kannst, dann bist du schon bei der richtigen Lautstärke. Dann mischt man lange, dann mischt man entspannt und vor allem dann kann man auch noch sehr gut differenzieren bei dem, was man da eigentlich hört aus den Boxen. Der dritte Grund, warum man nicht laut oder zu laut mischen sollte, ist aber noch ein ganz einfacher, der bei uns vor allem im Homestudio, also ich gucke mich gerade hier um, bei uns im Homestudio relevant ist, denn die meisten von uns haben ja keine akustisch optimierten Räume. Das heißt, wenn wir hier in einem nicht akustisch optimierten Raum arbeiten, dann gibt es hier einfach bestimmte Frequenzen, die hier entweder untergehen durch Raummoden oder überbetont werden. Vor allem im Bassbereich ist es ganz oft so, dass einige Frequenzen total rausstechen oder rauszustechen scheinen und andere total absaufen und so weiter. Und wenn man jetzt zu laut hört, dann kommt die Musik aus den Lautsprechern und regt den Raum insgesamt an mit den Frequenzen, die schaukeln sich gegenseitig auf oder löschen sich gegenseitig aus, sodass du nicht mehr korrekt hören kannst an dem Abhörplatz. Wenn du aber leiser hörst, also so laut, wie ich gerade gesagt habe, so laut, dass du dich einigermaßen unterhalten kannst, dann hast du eine gute Chance, dass der Raum nicht zu sehr angeregt wird und dass der Sound an deiner Hörposition relativ neutral bleibt. Relativ natürlich, weil irgendwelche Raummoden und irgendwelche Interferenzen im Raum gibt es immer. Aber die Chance, dass dein Sound nicht komplett vereimert oder vermüllt wird, hast du auf jeden Fall größer, wenn du leiser abhörst und nicht zu laut abhörst. Also nicht zu laut mischen, das ist ein Ding, was man auf jeden Fall befolgen sollte. Ja, man sollte nicht zu lange oder vor allem nicht zu müde mischen. Gerade mir ist das sehr bekannt, weil ich ja oft spät in der Nacht noch arbeite. Ich habe ja Familie und Beruf, dementsprechend muss ich ja gucken, wie ich meine Zeit einteile. Und mein Tag hat ja auch nur 24 Stunden. Also bin ich abends auch schon ein bisschen müder manchmal, wenn ich vor dem Mix sitze. Und wenn ich dann nicht aufpasse und den Punkt verpasse, wo ich zu müde werde, dann ist es einfach nicht gut. Zum einen können die Ohren müde werden, das haben wir ja gerade schon beim zu laut mischen gehabt. Aber zum anderen kann man auch wirklich sehr müde sein, dass man nicht mehr aufmerksam ist oder dass man einfach nicht mehr die Konzentration hat, drauf zu hören, was man da eigentlich macht. Und
ja, da muss man einfach ins Bett gehen oder eine Pause machen, einfach mal rausgehen, frische Luft schnappen und dementsprechend sollte man vermeiden, zu lange und zu müde zu mischen. Wenn man zu lange mischt, dann kann es vor allem auch passieren, unser Ohr ist ja ein sehr anpassungsfähiges Gebilde, ein Organ, das quasi sich an seine Umgebung immer anpasst. Das kann sich aber auch auf einen Sound einstellen. Wenn du also zu lange an einem Mix zum Beispiel arbeitest, dann gewöhnt sich das Ohr irgendwann an diesen Mix und denkt, ey, das ist doch eigentlich ganz gut. Und dann machst du vielleicht Mixentscheidungen nicht so ganz optimal sind. Und wenn du dann nach so einer langen Mix-Session am nächsten Morgen mit frischen Ohren wieder vor deinem Mix sitzt und denkst so, boah, gestern Abend habe ich so richtig geil gearbeitet, dann schiebst du den Fader hoch und denkst, ach du Schande, was habe ich denn da gemixt? Also dementsprechend sollte man lange Mix-Sessions vermeiden, entweder indem man sie häufiger mal unterbricht oder indem man einfach mal zwischendurch die Abhöre wechselt, das kann schon mal die Ohren ein bisschen auffrischen, oder indem man einfach vermeidet, dass man nicht zu lange am Stück mischt und einfach nicht müde mischt. Also nicht zu lange und vor allem nicht zu müde mischen. Tja, nicht nur auf einer Abhöre abmischen oder nicht nur auf Kopfhörern abmischen, das ist ja leichter gesagt als getan. Bei vielen ist ja von uns nun mal so, dass wir meistens abends dann an unseren Mixen sitzen, weil wir ja tagsüber gearbeitet haben oder mit der Familie Zeit verbracht haben. Und dementsprechend ist es abends ja so, dass man nicht unbedingt mehr Krach machen kann. Ich habe ja gerade schon gesagt, man soll nicht zu laut mischen, aber insgesamt kann es in Mietswohnungen auch einfach so sein, dass ein ganz normaler Lautstärkepegel im Studio schon ein bisschen zu viel sein könnte. Also mischen viele von uns über Kopfhörer und sind darauf vielleicht auch angewiesen. Deswegen ist es natürlich leichter gesagt als getan zu sagen, dass man auch über verschiedene abhören soll. Aber es ist schon so, wenn man die ganze Zeit auf Kopfhörern nur mischt, dann hat man ein anderes Soundgefühl vom Song, als es eigentlich in realer Welt so ist. Denn das ist ja prinzipbedingt, bei einem Kopfhörer ist nun mal die linke Seite komplett von der rechten Seite oder für dich umgekehrt, linke Seite von der rechten Seite, ist komplett getrennt. Das heißt, es gibt kein Zwischenspiel zwischen den beiden Kanälen. Mischst du also einen Song komplett über den Kopfhörer, kann der richtig gut klingen. Wenn du ihn dann aber auf einer großen Abhöre hörst oder auf einem normalen Lautsprecher hörst, dann findet ja zwischen den Speakern findet ja auch was statt, also in der Luft, die ein Kopfhörer normalerweise nicht bietet. Das heißt, es kann durchaus passieren, dass ein sehr klarer Kopfhörermix, abgehört über zwei Boxen, die nebeneinander stehen, ein bisschen mulmig, matschig oder vielleicht sogar bassarm klingt, weil einfach zwischen den beiden Boxen plötzlich so Interferenzen entstehen. Also beide Boxen geben ja dann das wieder, was normalerweise nur auf jedem Ohr einzeln passiert. Und dann gibt es so Interferenzen, vielleicht Phasenauslöschung und so weiter und dann klingt der Mix alles andere als gut. Deswegen sollte man seinen Mix immer auf anderen Abhören auch nochmal kontrollieren. Und das muss ja jetzt auch nicht in diverse Ausgaben von Reichtümern führen, dass du irgendwie 4.000 Euro für Monitorboxen ausgeben muss. Nein, ganz im Gegenteil. Ich habe ja schon mal ein Video zum Thema Crap-Speaker gemacht. Falls du das verpasst haben solltest, kann ich dir das hier oben mal einblenden. Also Crap bedeutet ja Müll oder Schrott, also über einen schlechten Speaker, über den man seine Sachen nochmal abhören sollte. Und da hast du eine gute Möglichkeit, über einen mittelmäßig oder nicht so gut klingenden Speaker, aber oder zwei am besten, dir deinen Mix nochmal anzuhören, zu hören, was zwischen den Boxen passiert, aber auch zu hören, wie der Mix vielleicht auf schlechten Speakern klingt, nämlich auf Radios zum Beispiel, auf Handyspeakern oder sonst was. Irgendwie ist also sowieso eine gute Idee, seinen Mix auch auf verschiedenen Abhören abzuhören. Wenn du normale Monitorboxen hast, Kopfhörer und vielleicht Crap-Speaker, dann bist du wirklich bestens aufgestellt. Dann kannst du auch mal zwischen den drei Abhören hin und her schalten. Stichwort müde Ohren, dann kann man auch mal wieder ein bisschen auffrischen, indem man einfach in einer anderen Umgebung hört. Mal Kopfhörer, mal Speaker, mal Crap-Speaker. Und so kann man seinen Mix-Prozess selbst abwechslungsreich gestalten und läuft nicht in die Falle, dass sich die Ohren irgendwann an den Mix gewöhnen und man denkt, ey, ich habe den besten Mix der Welt gemacht, aber du hörst dann auf einem anderen Abhörsystem ab und denkst so, war vielleicht doch nicht so gut. Also, nicht nur auf einer Abhöre abhören und es muss nicht die teuerste Abhöre der Welt sein, sondern nur, man sollte variable Abhören sein. Achso, nur eins noch dazu, je besser man seine Abhöre kennt, desto besser wird dein Mix. Kleiner Tipp am Rande. Das heißt, wenn du deine Abhöre kennenlernen willst, dann nimm doch einfach am besten mal drei von deinen Lieblingssongs und hör dir die genau an, damit du genau weißt, wie die auf deinen Speakern klingen und dann kannst du das auch immer wieder mal übertragen auf deine Mixe. Also, nicht nur auf einer Abhöre abhören. Nur in Stereo abmischen soll ein Fehler sein? Hey, meine Musik wird doch in Stereo abgehört, warum soll ich sie dann nicht in Stereo mischen? Richtig, aber es gibt natürlich Gelegenheiten auch, wo Musik durchaus in Mono, auch heutzutage noch abgehört wird. Zum Beispiel aus dem Handyspeaker. Ihr glaubt gar nicht, wie oft Musik heutzutage über den Handyspeaker abgehört wird. Das heißt, wir sitzen hier vor super teuren, super geilen Abhörmonitoren und wann wird der Song wo gehört? Naja, er wird irgendwo zwischendurch und vor allem auf Handyspeakern gehört. Also, man sollte auf jeden Fall Mono abhören für Handyspeaker. Dann auf Radios zum Beispiel. Oder falls du einen super Hit geschrieben hast, dann läuft der im Supermarkt oder in der Disco oder was weiß ich wo auf öffentlichen Anlagen. Ganz, ganz oft wird heutzutage der
Song auch irgendwo noch Mono abgespielt. Dementsprechend sollte er in Mono auch gut klingen. Wenn du aber sagst, Stereo ist mir doch wichtiger, der Mono-Mix ist mir egal, ist das völlig okay. Trotzdem ist Abmischen in Mono eine gute Idee oder zumindest das Überprüfen des Mixes in Mono. Denn wenn du die beiden Stereo-Hälften, du hast einen tollen Stereo-Mix gemacht, wenn du die beiden Stereo-Hälften mal übereinander legst, dann sind Instrumente, die vorher auf ihrem eigenen Speaker gewesen sind, jetzt plötzlich übereinander. Sollten sie sich dabei auslöschen oder vielleicht der eine maskiert den anderen, kann man da in Mono schön überprüfen, ob das eine Instrument vielleicht ein bisschen dominanter in der Mitte ist als das andere und das andere wegdrängt. Dann kann man nämlich mit einem Equalizer dafür sorgen, dass man die beiden akustisch ein bisschen voneinander trennt. Und wenn sie in Mono schon akustisch voneinander getrennt sind, dann wird der Mix insgesamt im Stereobild noch transparenter und frischer. Und dementsprechend kann es durchaus Vorteile haben, auch in Mono abzumischen. Also mein Tipp, auf jeden Fall zwischendurch den Mix immer mal wieder in Mono überprüfen und zumindest gucken, ob einige Instrumente sich gegenseitig auslöschen oder vielleicht irgendwelche Überbetonungen bei Frequenzen hervorrufen, da ist es auf jeden Fall sinnvoll, das mal im Mono zu überprüfen. Und falls ein Instrument einen Stereo-Effekt drauf haben sollte und der dazu führt, dass das Instrument in Mono quasi verschwindet, das kann nämlich durchaus passieren bei so kleinen Zeitverschiebungseffekten wie bei, zum Beispiel bei dem Haas-Effekt, falls du das noch nicht weißt, wovon ich davon rede, kann ich dir auch mal ein Video einblenden hier oben, da habe ich auch mal ein Video zu gemacht. Mit dem Haas-Effekt kann man schön Mono-Instrumente in die Stereo-Breite ziehen, kann aber dafür sorgen, dass dann das Instrument in Mono insgesamt verschwindet. Also, um das zu überprüfen, dass solche Stereo-Effekte oder so psychoakustische Effekte jetzt nicht überhand nehmen und dafür sorgen, dass das Instrument verschwindet. Einfach mal in Mono überprüfen und dann hast du eine gute Chance, dass dein Mix auch in Stereo und in Mono gut klingt. Also am besten nicht nur in Stereo mixen. Also man soll den Startpunkt von seinem Mix nicht zu laut setzen. Wenn ich mit meinem Mix starte, dann starte ich ja normalerweise mit einem Instrument. Bei mir ist das meistens die Bassdrum oder insgesamt das Schlagzeug, der Drumloop. Und wenn ich den zu laut wähle dann hinterher andere Spuren dazu addiere, dann kann es passieren, dass mein Mix, während er wächst, immer lauter wird, immer lauter und dass der nach oben hin die Dynamik in Richtung 0 dB, was ja die Nullgrenze in unserem digitalen System ist, dass die Dynamik zu gering wird. Das heißt, ich fahre den Mix mit jedem Kanal, den ich dazu fahre, mehr und mehr an die Wand und verliere Dynamikspielraum dazwischen. Und wenn ich den Mix dann insgesamt am Ende des Mixes schon so laut ausgesteuert habe, dass ich im Prinzip nur noch 2-3 dB oben hin an Dynamik habe, dann ist der Song insgesamt zu laut ausgesteuert. Deswegen ist es wichtig, dass man das erste Instrument, mit dem man startet, nicht zu laut einstellt. Wenn ich zum Beispiel mit der Bassdrum anstarte, dann gucke ich so, dass die Peaks, also nicht der Körper der Bassdrum, sondern die Peaks, dass die ungefähr so bei minus 10 maximal so minus 12 bis minus 10 dB, dass sie da ankommen. Dann habe ich meistens einen guten Startpunkt, der mit sicherstellt, dass ich, wenn ich den Mix dann komplettiere, wenn ich die ganzen Spuren dazufüge und so weiter, dass ich dann insgesamt nicht zu laut werde mit dem Mix. Und ich gucke dann immer, dass ich in diesem Bereich bleibe, dass der Mix genügend Headroom, also genug Platz bis zur Nulllinie oben hat. Klar, einzelne Peaks können immer mal durchschlagen, aber insgesamt sollte doch die Dynamik des Songs so weit sein, dass man später, wenn man dann tatsächlich zum Lautmachen oder zum Mastering geht, dass der Mastering-Engineer dann genug Platz hat, den Song lauter zu machen und vor allem auch ein bisschen damit rumzuspielen und genügend Dynamik auch übrig zu lassen. Also, starte auf keinen Fall zu laut. Wenn du nämlich deinen ersten Loop schon so ansetzt, dass die Peaks vom Loop schon fast gegen Null schlagen, dann wird dir hintenrum auf jeden Fall die Luft ausgehen. Und wenn du dann versuchst, du hast also deinen Mix komplett schon an die Wand gefahren und denkst, jetzt muss ich doch Dynamik reinbringen, also muss ich alles ein bisschen leiser machen, ich packe einfach alle Spuren an und ziehe die Fader ein bisschen runter. Das kann sehr schnell dazu führen, dass die Mixverhältnisse sich verschieben und dann wäre es doch besser, wenn man vorher ein bisschen konservativer gestartet wäre und dafür ein bisschen mehr Luft hat. Wenn du dann sagst, das wird mir zu leise beim Mixen, dann gibt es einen ganz einfachen Trick, wie man dafür sorgen kann, dass es dir dann nicht zu leise ist, wenn du die Bassdrum nur mit Peaks bis minus 10 bis minus 12 dB einstellst. Einfach am Monitor-Controller ein bisschen aufdrehen. Du kannst dir deine Anlage so laut drehen, wie du lustig bist. Also natürlich nicht zu laut, wie wir gerade in Nummer 1 gelernt haben. Aber auf jeden Fall lauter machen, so bis du dich wohlfühlst. So bist du nicht gezwungen, das am Pegel oder am Fader vom Instrument zu regeln, sondern machst es einfach dann so mit dem, stellst dir auf minus 10 bis minus 12 bei den Peaks ein, die Bassdrum oder den Loop, den du hast und kannst dann einfach ein bisschen lauter machen, bis du dich wohlfühlst und kannst dann unter ganz angenehmen Bedingungen deinen Mix fertigstellen und hast trotzdem noch genügend Headroom übrig für den Rest deines Mixes. Also auf keinen Fall zu laut starten. Oha, aus falschem Stolz nicht nochmal von vorne anfangen. Das ist, glaube ich, der bösartigste Punkt oder der schlimmste Fehler, den man sich aber selber vorwerfen muss. Also ich habe es neulich zum Beispiel gehabt, ich habe an einem Bass gearbeitet und der Bass wollte und wollte einfach nicht im Mix sitzen. Und dann habe ich noch ein Plugin drauf gemacht, dann habe ich noch eine Bass-Amp-Simulation drauf gemacht, einen Kompressor, einen Multiband-Kompressor, mit dem ich einzelne Bänder rausgezogen habe. Der Bass wollte einfach nicht in den Mix passen. Ich habe das Ganze dann einfach liegen gelassen, bin am nächsten Tag nochmal rangegangen und habe dann einfach meinen Stolz runtergeschluckt, den einmal
einmal gemischten Bass nicht mehr anzupassen oder so einzufügen in den Mix, dass es auch richtig passt, sondern habe einfach alle Plugins gelöscht und habe nochmal trocken analysiert, was wirklich bei diesem Bass wirklich das Falsche ist und was war. Ich musste einfach ein bestimmtes Frequenzband absenken und konnte dann mit 3 Plugins den Bass so in den Mix integrieren, dass es dann auch funktioniert hat. Ergo, ich musste meinen Stolz runterschlucken, ich kriege das jetzt noch hin und da packe ich noch 17 Plugins drauf und dann klingt das schon irgendwo. Nein, im Zweifel einfach mal den Mut haben zu sagen, ich glaube, ich habe mich verrannt, ich muss nochmal von vorne anfangen. Das kann eine einzelne Spur oder ein einzelnes Instrument betreffen, das einfach sich nicht einfügen will in den Mix. Das kann auch mal den ganzen Mix betreffen. Das heißt, wenn du einen Mix gemacht hast und feststellst, irgendwie bin ich irgendwo falsch abgebogen, da hätte ich vielleicht doch andersrum laufen müssen. Es kann wirklich helfen, seinen Stolz runterzuschlucken und nochmal von vorne anzufangen, mit frischen Ohren nochmal ranzugehen ans Werk und dann auch mit der Erfahrung aus dem ersten Mix, um es dann einfach besser zu machen. Also einfach mal den Stolz runterschlucken und wenn es sein muss, auch nochmal von vorne anfangen. Ja, ohne Referenzmischen. Warum ist das ein Fehler? Naja, gut, also sagen wir mal so, es ist nicht unbedingt ein Fehler, wenn du einen guten Geschmack hast, wenn du ein geübter Mixer bist und wenn du genau weißt, wo du hin willst, dann ist es kein Fehler, ohne Referenz zu mischen, denn du hast ja im Ohr, wie es ungefähr klingen soll. Wenn du dir aber nicht sicher sein solltest, wie viel Low-End darf ich zum Beispiel reinmischen, wie laut müssen die Vocals vor dem Rest des Playbacks stehen, wie laut macht man eigentlich eine Solo-Gitarre, welche Räume kann man benutzen, wie macht das eigentlich meine Lieblingsband, dass die ihren Sound so hinkriegen, den ich auch so gerne hätte, dann ist es doch eine sinnvolle Maßnahme, sich einen Orientierungspunkt zu schaffen. Denn nichts wäre schlimmer, als im luftleeren Raum rumzumischen und zu denken, na, es wird schon hinterher irgendwie passen und dann ärgert man sich mal wieder darüber, dass der Song irgendwie auf der Abhöre hier einigermaßen klingt, aber im Auto nicht klingt, auf dem Autoradio nicht klingt, also habe ich schon gesagt, ne, Auto, Autoradio, auf dem Radio in der Küche vielleicht nicht klingt, auf dem Handyspeaker nicht klingt oder sonst was irgendwie. Nein, mit einer Referenz kann man sich immer schön daran orientieren, wie laut ist die Bassdrum, wie laut ist die Snare. Es muss ja gar nicht kopiert werden, wie der Klang von dem Ganzen ist, aber man kann sich zumindest an den Lautstärkeverhältnissen orientieren. Deswegen ist es, wenn du dich nicht ganz sicher fühlst beim Mischen, auf jeden Fall immer eine gute Idee, mit einer Referenz zu mischen. Wie du das genau einstellen kannst, kann ich dir oben mal verlinken, ein Video, wo ich das schon mal gezeigt habe, wie das genau geht, welche Einstellungen man dabei vornehmen muss und so weiter. Das ist ganz einfach und es tut auch nicht weh. Klar, man misst sich mit einem Welthit und man selber hat höchstwahrscheinlich, also ich zumindest habe selten einen meiner Welthits unter der Fuchtel. Trotzdem bin ich mit meiner Musik ja zufrieden und kann mich an den großen messen, einfach nur um zu checken, wie haben die es gemacht und welche Verhältnisse muss ich dann einhalten beim Mix. Also eine kleine Orientierung ist immer hilfreich, man weiß immer genau, wo man ist und dementsprechend ist man dann nicht haltlos im Weltall, sondern weiß genau, wo man hinmischt. Hilft auf jeden Fall, ohne Referenz mischen ist nicht zu empfehlen, mit ist es auf jeden Fall deutlich einfacher. Und damit endet dieses Video. Ich hoffe, wenn es dir gefallen hat, dass du zwischenzeitlich auf den Daumen nach oben gedrückt hast. Wir sehen uns auf jeden Fall nächste Woche zu einem weiteren Video im Recording-Blog. Und bis dahin wünsche ich dir vom Guten nur das Beste. Mach's gut und Yassou!